meine Lieder durch die Nacht zu dir. Das Spannende für mich an diesem Projekt ist diese Erinnerung an eine Musizierweise, wie sie heute nicht mehr selbstverständlich ist. Dass man ein Lied nimmt in dem Fall. Wir stellen uns vor, dass diese drei Musiker und der Sänger die Klavierlieder hatten und dann überlegt haben, wie sie das zum Leben erwecken, diese Musik mit ihren Instrumenten. In des Mondes Licht, des Verräters feindlich lauschen, Flüchte hallen nicht. Flüchte hallen nicht. Wenn man sich mit einem Pianisten unterhält, der viel Liedbegleitung macht, dann kenne ich keinen, der sich nicht darüber beklagt, dass der Flügel als Schlaginstrument, Saite wird angeschlagen, der Ton entsteht und entwickelt sich von selbst, dass man keinen Einfluss mehr darauf nehmen kann. Eine Flöte als Blasinstrument, genauso wie meine Stimme auch auf dem Atem basierend und der Bariton als Streichinstrument, wo man auch mit dem Bogenstrich den Ton, während er klingt, formen kann, sind der Singstimme viel näher, als es ein Klavier sein kann. Lachen und weinen zu jeglicher Stunde, ruht bei der Lieb auf so mancherlei Gründe. Morgens lacht ich vor Lust, und warum ich nun weine, eines Abendes scheine. Die Kombination von gesprochenem Wort und gesungenem Lied war ursprünglich gedacht vor allem fürs Konzert. Und als ich dann aber einen Mitschnitt von der Schubertiade mir anhörte, da merkte ich, wie unsere Musizierweise davon beeinflusst wird, atmosphärisch, dass ich zwischendurch in zweierlei Hinsicht zeitgenössische Texte lese. Texte von damals und Texte von heute. Und ich fand es wichtig, das dem Hörer der CD auch an die Hand zu geben. Wir sehen mit ahnendem Gemüte den Unglücklichen vom Gebirge niedersteigen. Noch ehe der Gesang beginnt, dämmern die Verse schon auf in unserer Seele. Ich komme vom Gebirge her, es dampft das Tal, es braust das Meer. Hinreißender Ausdruck belebt die darauffolgenden Verse. Ich wandle still, bin wenig froh, und immer frägt der Seufzer, wo. Ich komme vom Gebirge her, es dampft das Tal, es braust das Meer, es braust das Meer. Das Programm ist in gewisser Weise ja eine Zeitreise. Und auch wenn es so historisch anmutet, ist, finde ich, die Herangehensweise, dass man Musik anfassen darf und dass man sie auch verändert, eine sehr postmoderne. Also, dass es da meiner Meinung nach uns gelingt, wirklich trotz dieser historischen Farbe der Musik was ganz Aktuelles zu geben. Ich wandle still, bin wenig froh. Fragt der Seufzer wo, immer wo. Sah ein Knab ein Röslein stehen, Röslein auf der Heiden, war so jung und morgenschön. Lief er schnell, es nah zu sehen, saß mit vielen Freuden.
Röslein, Röslein, Röslein rot, Röslein auf der Heidenröslein.